Hey yo, ich bin's wieder, eure Freier von Freier Bewegen. Heute habe ich ein besonderes Spagatvideo für euch vorbereitet, und zwar das für alle Ungelenkigen. Für Leute, die entweder gerade angefangen haben, sich zu dehnen oder schon seit Monaten oder Jahren auf demselben Niveau hängen und einfach nicht weiter runterkommen. Dieses Video ist genau für euch. Das ist jetzt schon das dritte Spagatvideo, was ich auf YouTube habe. Eins auf Happy and Fit Dance, eins auf meinem Channel. Jetzt kommt das dritte auf meinem Channel, wo ich alle eure Kommentare, eure Fragen gelesen habe und verwendet habe, um nochmal die allerbesten Tipps auszupacken und euch zu erklären, wie ihr am entspanntesten und gleichzeitig schnellsten zu eurem Spagat kommt. Was diese beiden Stühle damit zu tun haben, werde ich euch gleich zeigen. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit einem kleinen Mini-Warm-up. Es ist super wichtig, dass ihr jetzt schon ein bisschen was gemacht habt, dass euer Körper warm ist, Puls ein bisschen hoch. Jetzt machen wir nur noch ein paar kleine Lockerungsübungen, damit die Muskeln entspannt sind und sich gleich schön dehnen. Wir beginnen mit Body Rolls, also Kopf, Schulter, Brust, Hüfte und Füße. Einfach nur ganz entspannt rollen. Und wir beginnen mit dem Kopf. Kreist ganz entspannt. Andere Richtung. Und wir nehmen die Schultern, Schultern und nach vorne. Jetzt kommt die Brust. Andere Richtung. Hüfte, andere Richtung und die Füße. Einmal nur die Fußgelenke ein bisschen durchkreisen, die brauchen wir heute nicht so sehr, aber wir sollen trotzdem nicht vernachlässigt werden. So, jetzt machen wir einen großen Kreis, Kreis und nach rechts, Kreis nach links, Kreis richtig tief ins Knie. Letztes Mal, Kreis und schwingen, sehr gut. Jetzt schwingen wir die Beine noch mal ein bisschen durch. Und zwar vor, rück, vor, rück. Das ist eine Übung aus dem Ballett, aber wir lassen jetzt mal die ganze Balletttechnik links liegen. Einfach nur möglichst gestreckt vor und zurück schwingen. Kannst dich gerne festhalten, anderes Bein. Aber so trainierst du natürlich deine Balance noch viel besser. Sehr gut, jetzt sind wir ready und können starten. Vorher, damit wir uns viel Frust und viel Ärger ersparen, erkläre ich eine kleine grundlegende Sache, die du in jedem einzelnen Stretch berücksichtigen musst. Und das ist, was ich den Schildkrötenmodus nenne. Schildkrötenmodus ist der hier. Der Rücken ist zu keinem Zeitpunkt, in keinem Stretch rund. Das gibt's nicht. Upsala. Das war mein Mikro, was habe ich denn hier gemacht? Ach Gott, ich habe mich hier total verknotet hier. Naja, egal, macht ja nichts. Nie den Rücken rund machen, immer hier. Nicht Hohlkreuz, das ist zu viel. Gerade. Wo dieser gerade Rücken ist, werden wir gleich mal rausfinden. Aber erstmal Beine etwas weiter als hüftweit. Linker Arm nach oben und wir lehnen uns zur Seite. Wichtig ist, die Hüfte bleibt, wo sie ist. Siehst du, meine Hüfte passiert nichts. Das hier ist kein Stretch, das ist Banane. Hüfte bleibt. Wenn du nur bis hier kommst und es hier schon zieht, dann ist das der Punkt, an dem du arbeiten musst. Geh bitte zu keinem Zeitpunkt so tief, dass du starke, stechende Schmerzen hast. Ich lese immer wieder in den Kommentaren, es tut so weh. Das soll es nicht. Dann geh nicht so tief. Wir wechseln. Rechter Arm. Hüfte bleibt, wo sie ist. Und wir gehen zur Seite. Wenn du tiefer gehst, als dein Körper das momentan kann, dann bekommst du nur Zerrungen und viel Frust und hast keine Lust mehr auf Stretching. Deswegen lass dir Zeit und mach's wirklich auf deinem Niveau. Und wir gehen wieder hoch. Und jetzt kommt der Flatback. Ich zeig's einmal einfach nur, damit du weißt, was jetzt passiert. Vielleicht kennst du es schon, dann kannst du direkt mitmachen. Beine bleiben, wie sie sind. Oberkörper geht nach vorne, Arme sind vor an den Ohren. Und hier siehst du genau, das hier wollen wir nicht, das hier wollen wir. Wenn das für dich zu schwer ist, kannst du dir jetzt schon einen Stuhl schnappen, dich hier festhalten und wenn du hier bist und das schon hier in deinen Beinen zieht, völlig in Ordnung, dann bleib hier. Wenn du ein bisschen weiter runtergehen kannst, gehe so weit runter, wie es geht. Und halten.
Wenn du es am Stuhl machst, hast du nebenbei übrigens auch eine schöne Schulterdehnung. Und wir gehen wieder hoch. Ganz langsam und behutsam. Wir gehen in die Mitte. Probieren den Flatback nochmal ohne Stuhl. Und wir lassen uns vorne überfallen. Jetzt darf der Rücken einmal ganz kurz ein bisschen entspannter sein, weil wir einfach nur ganz kleine Schwünge vor und zurück machen. Achte darauf, dass du wirklich deinen Nacken locker hast. Schüttel mal den Kopf. Ja und nein. Und wir schwingen nach links, nach rechts, links und rechts. Jetzt rollen wir ganz langsam mit gebeugten Knien auf. Und lassen erstmal kurz das Blut in die andere Richtung fließen, damit uns nicht schwindelig wird. Und ich erkläre schon mal den Stretch, den viele Leute lernen wollen, und zwar mit den Händen auf den Boden kommen. Hier ist dasselbe Prinzip wie beim Flatback. Ich zeige es dir nochmal. Wie sieht man meinen Rücken besser? So sieht man meinen Rücken besser. Wenn du das hier machst, bringt dir das gar nichts. Hier, das ist, wo du sein musst. Und wenn es hier für dich zieht wie Hölle, bleib hier. Versuch nicht auf Krampf auf den Boden zu kommen. Das bringt dir nichts. Das kommt mit der Zeit. Also da, wo es für dich fies wird, da hältst du. Und atmen. Nicht verkrampfen. Wenn du seit Monaten dich dehnst und keinen Zentimeter weiterkommst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du deine Muskeln ganz verkrampfst. Und dann werden die sich nicht dehnen, dann ist es mehr ein Workout als ein Stretch. Also nicht so tief gehen, aber dafür entspannt bleiben. Und wir rollen wieder auf. Einmal die Haare wegfummeln und wir gehen auf den Boden. Es gibt zwei wichtige Stretches, die man beim Spagat braucht. Das vordere Bein braucht den Stretch hier und das hintere Bein braucht den Stretch hier. Und darum kümmern wir uns jetzt. Wir legen uns auf den Bauch. Das Ganze kann man auch im Stehen machen. Aber im Liegen haben wir das Problem mit dem Gleichgewicht nicht so. Wir legen also so hin. Rechtes Bein anwinkeln, rechter Arm greift zum Fuß, Knie bleiben zusammen, nicht so, zusammen. Und jetzt die Ferse auf den Boden drücken. Aber auch nicht den Hintern hoch, sondern die Ferse Richtung Po und die Hüfte auf den Boden. An alle, die jetzt kein Mikro haben, ihr könnt gerne auch eure Stirn auf die Hand legen. Ich mach's nur nicht, weil ihr dann fiese Tongeräusche bekommt. Und langsam los. Und anderes Bein anwinkeln, greifen, Hüfte drückt auf den Boden, Ferse zum Po, Knie zusammen. Und lösen. Sehr gut. Langsam aufstehen. Und wir machen den Stretch im Stehen nochmal, weil wie du feststellen wirst, beim ersten Mal passiert nicht so viel, beim zweiten Mal kommst du direkt viel weiter runter. Also nochmal Rücken gerade und mit geradem Rücken gehen wir jetzt nach vorne, so weit wie jeder kommt. Jeder bleibt auf seinem Niveau, ob das hier ist oder ob es hier unten ist. Denkt mit den Händen auch eher vor euch. Dieses Hände zu den Füßen sorgt nur wieder für Schildkrötenmodus. Also eher die Hände vor euren Körper setzen. Knie können auch noch leicht gebeugt sein. Das ist ein bisschen schonender. Die Knie so durchzudrücken ist nicht so doll für die Gelenke. Profitänzer haben da nicht viel Wahl. Aber du hast die Wahl. Also entscheide dich immer für das, was am gesündesten für deinen Körper ist. Und wir rollen wieder hoch. Vorhang auf und Beine ausschütteln. Jetzt machen wir noch einen Oberschenkel-Stretch. Der ist manchmal ein bisschen fies am hinteren Knie, deswegen, wenn du eine Yogamatte hast, hol dir die Yogamatte, die hilft dir jetzt richtig gut. Ich zeig's einmal von hinten, damit ihr sehen könnt, was ich da mache.
setzen das linke Fuß, den linken Fuß vor uns. Und jetzt greifen wir den rechten Fuß. Und du siehst, ich bin nicht auf meiner Kniescheibe. Ich bin da drüber. Ich zeige es dir gleich auf der anderen Seite. Und auch hier wieder Oberkörper gerade, nicht hier unten, schön gerade. Und lösen. Dieser Moment, das ist für mich auch noch ein bisschen fies, aber wenn du ein Polster hast, macht das gar nichts. Ich zeige es jetzt so von der Seite. Fuß vorne. Erstmal hier die Position finden. Wenn dir das mit dem Anfassen zu viel ist, halt erstmal diese Position. Aber das Allerwichtigste, ob du so bist oder ob du so bist, was ich immer wieder sehe, ist, die Leute wollen krampfhaft an den Fuß kommen. Hauptsache, ich kann irgendwie meinen Fuß anfassen, egal wie die Übung eigentlich geht. Und dann passiert das hier. Wenn du das siehst bei dir, dann lass den Fuß los, leg das Bein auf und drück hier einfach nur deine Hüfte nach vorne. Wichtig ist immer, die Übung sauber zu machen, eher als es einfach irgendwie hinzukriegen. Und wir setzen ab. Und auf den Boden. Und wir öffnen unsere Beine zur Grätsche. Hier selbes Prinzip. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, dass man es oft hört. Jeder da, wo er ist. Wenn das für dich reicht, dann reicht das für dich. Wenn du 180 Grad hast, herzlichen Glückwunsch, da kann ich auch noch was von dir lernen. Aber jeder so weit, wie er kann. Und hier erstmal einfach nur gerade sitzen. Wenn es zu viel für dich ist, deine Hände vor dich zu setzen, setz sie hinter dich. Hauptsache, dein Rücken ist gerade. Oberstes Gebot. Füße, Flex, also so angezogen. Das ist Flex, das ist Streck. Jetzt wollen wir Flex. Knie zeigen nach oben. Nicht hier nach innen fallen lassen, sondern schön nach außen. Und jetzt machen wir dasselbe wie vorhin im Stehen. Nehmen den linken Arm nach oben und neigen uns leicht zur Seite. Jetzt haben nämlich unsere Beine die Chance, sich an diese Position zu gewöhnen und sich gleich noch ein bisschen weiter zu entspannen. Und der Oberkörper kriegt auch noch mal was ab. Wir wechseln den Arm, rechter Arm nach oben und zur Seite. Falls sich jetzt hier jemand doch verirrt hat, der nicht total ungelenkig ist und sich denkt, was ist das denn hier für ein Stretch? Ihr könnt super gerne hier hingehen. Gar kein Problem. Aber auch hier nicht klein machen. Lang und groß. Und wir gehen wieder hoch. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit den Händen so nach vorne kommen. Vielleicht hat sich das ja ein bisschen gebessert. Oberkörper bleibt gerade. Hände krabbeln langsam nach vorne. Wenn das für dich reicht, du weißt, was jetzt kommt, na dann bleib hier. Ich habe, wie gesagt, in den Kommentaren so oft gelesen, ich kann das nicht so wie du. Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht, weil ich so dachte, das ist ja gar nicht das Ziel. Ihr sollt ja nicht das können, was ich kann. Ihr sollt die Übungen so ausführen, wie ich es erkläre, klar. Aber wenn ich jetzt so mache, heißt es nicht, dass ihr unbedingt, oh Gott, ich muss hier runter. Das heißt einfach nur, lehn deinen Oberkörper so weit nach vorne, wie du kannst. Und der einzige Grund, warum ich tiefer komme, ist einfach nur, weil ich es häufiger gemacht habe. Ich bin kein Mensch, dem Stretch geschenkt wurde. Ich habe von meiner Mutter sehr feste Bänder geerbt, was einerseits super ist, weil ich noch nie in meinem Leben einen Bänderriss hatte. Obwohl da echt Situationen waren, wo das geklappt hätte. Aber dafür fällt mir Stretch halt auch super schwer. Ich muss euch einfach meinen Lieblingskommentar erzählen. Und falls ihr denkt, ich laber gerade weiter, das ist so gedacht, wir müssen diesen Stretch eine Weile halten, das hat alles System. Aber um euch ein bisschen von dem unangenehmen Gefühl abzulenken, erzähle ich euch meinen Lieblingskommentar unter einem Stretch-Video. Und dieser Kommentar begann mit einer Beleidigung, die lasse ich jetzt mal weg. Und danach kam, du kannst es doch nur, weil du es kannst. Hä? Ja. Weil ich es halt geübt habe. Und wenn du es auch übst, dann kannst du es halt auch, weil du es kannst. Also zum Thema Spagat gibt es auf jeden Fall ein paar komische Weltbilder und Meinungen, die da draußen rumkursieren. Aber es war auf jeden Fall interessant für mich, mich damit mal auseinanderzusetzen. Hände krabbeln jetzt langsam wieder nach hinten. Und jetzt drehen wir unseren ganzen Oberkörper nach links
Schultern gucken nach da. Gleiches Prinzip. Rechte Hand vor das Bein, linke Hand hinter das Bein. Wenn das für dich reicht, bleib hier. Ansonsten mit den Händen zum Fuß und der Oberkörper lang übers Bein. Ich höre immer wieder Nase zum Knie, das wäre dann das hier und wie du siehst, Schildkröte, also lang. Wenn du an deinen rechten Fuß, deinen linken Fuß kommst mit der rechten Hand, super, Knöchel geht auch, Knie geht auch. Das ist deine eigene Verantwortung, zu gucken, auf welchem Niveau du deine Sachen machst. Dieser Stretch wird uns gleich auch wahnsinnig helfen bei dem vorderen Bein im Spagat. Langsam wieder hoch, Oberkörper zur Mitte drehen, Haare aus dem Mikro fummeln und zur anderen Seite drehen. Linke Hand vors Bein, rechte Hand hinters Bein und langsam krabbeln oder hier bleiben. Jeder da, wo er hin möchte. Und langsam wieder hoch. Und jetzt machen wir uns ans Eingemachte, an den Spagat. Nachdem wir unsere Beine langsam geschlossen haben. Es gibt keine hektischen Bewegungen im Spagat. Was mich übrigens gleich noch zu einem weiteren Kommentar führt, den ich kommentieren muss, weil das... Ich bin fast vom Glauben abgefallen, als ich das gesehen habe. Aber erstmal erkläre ich den Spagat. Wenn das möglicherweise dein erster Spagatversuch in deinem Leben ist, hol dir eine Matte, so eine schöne Yogamatte. Ich mach's ohne, aus Solidarität zu allen, die keine eigene Yogamatte haben. Und wir holen uns diese Stühle hier ran. Einen links, einen rechts. Setzen unsere Hände ganz entspannt hier auf die Sitzflächen. Und jetzt empfehle ich dir, mit deinem Lieblingsbein anzufangen. Bei mir ist es links, bei den meisten ist es rechts. Also find es raus. So hinknien. Und jetzt strecken wir das linke Bein nach vorne. Wenn du jetzt Wollsocken anhast, rutschst du übrigens ein bisschen leichter. Barfuß hast du aber mehr Kontrolle. Und jetzt ist unser Ziel, das hintere Bein langsam zu strecken. Das heißt, wir können uns hier schön abstützen. Und langsam hier runtergleiten lassen. Wenn du jetzt hier bist, ist es völlig normal, dass das hintere Bein erstmal gebeugt ist. Das ist das Bein, was ich langsam strecken muss. Das vordere Bein ist schon gestreckt. Manchmal, klar, wenn du gerade erst angefangen hast, kann auch sein, dass du so bist. Alles in Ordnung. Es kommt mit der Zeit. Ich kann dir mal wie so ein im Vorlauf zeigen, wie sich der Spagat mit der Zeit entwickelt. Du fängst hier an und mit der Zeit schiebst du das vordere Bein immer weiter runter und runter. Und du kannst dich hier immer weiter runterlassen. Und irgendwann kannst du die Hände auch weglassen. Ich sitze ein bisschen schief, merke ich gerade. Das geht so nicht. So. Das ist wirklich, was ich beibringen möchte, ist, man trifft nicht sofort die perfekte Position, aber man kann sich immer nachkorrigieren. Und auch ich mache nicht immer alles richtig, aber ich prüfe mich die ganze Zeit und checke. Und so ist es halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Übung am besten mache, natürlich größer. So, jetzt stützen wir uns hier wieder auf und schließen die Beine langsam. Und das Ganze mit dem anderen Bein. Das ist jetzt meine schlechte Seite. Gucken, wie gut es klappt. Das ist nämlich die nächste Sache. Tagesform. Spagat ist so tagesformabhängig. Manchmal, wenn ich viel trainiert habe, komme ich gar nicht runter. Heute komme ich bei meiner schlechten Seite auch nicht so richtig runter. Aber ich kann mich hier halt ganz entspannt halten. Und es zieht ein bisschen in meinem vorderen Bein, es zieht ein bisschen in meinem hinteren Bein, aber ich habe keine krassen Schmerzen. Also immer nur so, wie du es aushalten kannst. Und ich sag's nochmal, entspannen. Wenn ich jetzt alles ankrampfe und dann passiert nichts. Dann kannst du dich 100 Jahre lang dehnen, du wirst nicht weiterkommen. Also lieber ruhig und entspannt, am Ende kommst du so viel weiter. Und wir schließen die Beine
einmal die Stühle ein bisschen an die Seite, weil ich möchte die Grätsche zumindest erklären. Wenn du in dieser Position hier schon, dass es hier zieht wie sonst was, ist die Grätsche noch nichts für dich. Für alle anderen stützen wir unsere Hände auf und rutschen von hier, selbes Prinzip, immer weiter runter, bis wir hier auf unseren Fußkanten, auf den Innenkanten von unseren Füßen sind. Und dann können wir uns auf die Unterarme stützen und in den Spagat, also in die Grätsche. Wer noch weiter runterkommt, kann sich hier ablegen oder den Oberkörper ganz runter. Das ist aber wirklich nur für Leute, die fast unten sind. Und deswegen machen wir das jetzt auch nicht so lange. Aber es muss doch in einem Spagatvideo auch mal eine Grätsche erklärt werden. Jetzt machen wir das Ganze noch ein letztes Mal auf beiden Seiten. Bleib bei mir, es wird jetzt besser klappen, ich verspreche es dir. Wirklich, der zweite Versuch ist immer besser. Einmal ist kein Mal, gerade beim Stretchen. Ich mach's mal ohne Stühle und von der Seite, damit du noch ein bisschen neue Perspektive bekommst auf das Ganze. Kannst du mal von hier sehen, das ist die Ausgangsposition. Eine Hand auf der linken, auf der rechten Seite, andere Hand auf der linken Seite. Und jetzt rutschen wir vor, was ich auch gehört habe. Du gehst schon mal in Spagat, ich erkläre noch ein paar Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel das hier passiert, dann bist du tiefer gegangen, als du kannst. Dann zieh dich wieder zurück und bleib hier. Das ist absolut legitim. Es ist völlig, so sah, es ist kein Witz, so sah mein Spagat vor 2 Jahren aus. Es glaubt mir kein Mensch, aber nach meinen Operationen war meine Dehnung völlig im Eimer. Und dann bin ich in 2 Jahren von hier nach hier gekommen. Und der einzige Grund, warum es bei mir 2 Jahre gedauert hat, war, dass ich unfassbar viel Muskelaufbau gemacht habe in der Zeit. Und Muskelaufbau und Stretch ist leider gegensätzlich. Das hebt sich ein bisschen auf. Je mehr man gerade so Sprints, Schnellkraftsachen macht, desto fieser wird der Stretch dann. Und wir schließen die Beine. Und nehmen die andere Seite. Und ich erkläre euch nochmal einen Kommentar. Wer auf dem Spagat-Video von Happy and Fit Dance schon mal war und diesen Tipp gelesen hat, macht das nicht. Da hat wirklich jemand geschrieben, wenn einem nur noch ein paar Zentimeter fehlen, dann solle man einfach, wenn man, sagen wir mal, hier ist, soll man einfach die Hände wegziehen. Was Wahnsinn ist. Macht das nicht, Leute. Das tut mir schon weh. Ich krieg direkt einen Krampf. Krass. Ah, furchtbarer Tipp. Nie einfach in Spagat. Nie hektische Bewegung, nie fallen lassen. Langsames, kontrolliertes Reinrutschen. Und wenn dir noch ein paar Zentimeter fehlen, wie mir gerade auf meiner schlechten Seite, dann ist das in Ordnung. Das kommt schon. Einfach nur dranbleiben. Spagat schafft man, wenn man einfach nur nicht aufgibt. Das ist das Einzige, was man beim Spagat wirklich beachten muss. Und wir schließen die Beine. Und wir haben es geschafft! Das ist mal wirklich ein Video, nach dem man richtig stolz auf sich sein kann. Wer das alles mitgemacht hat, wenn du jetzt noch da bist, muah! Sei stolz auf dich und hoffentlich auch ein bisschen stolz auf mich vielleicht. Daumen nach oben, ganz ehrlich, wenn du dir das bis hierhin angeguckt hast, dann kannst du diesen einen kleinen Klick machen und vielleicht auch noch den Klick auf den Abo-Button. Und falls du wissen möchtest, was ich eigentlich so in meinem Leben mache, wenn ich gerade keine YouTube-Videos in meinem Wohnzimmer aufnehme, check mal die Beschreibung und folg mir auf Instagram. Ich versuche wirklich so wenig nackte Haut wie möglich zu haben und wirklich coole, kreative, lustige, inspirierende Inhalte zu posten. Deswegen wirf mal einen Blick, es lohnt sich. Und ansonsten sehen wir uns in unserem nächsten Video, wo wir uns auch wieder zusammen freier bewegen werden. Tschüss!